Guten Tag. Schön, euch zu sehen. Bleibt ein Weilchen und hört zu. Servus und hallo, willkommen zurück zu We Are Football. Danke fürs Wiedereinschalten. Weiter geht's. In die Folge. Wir sind Tabellenführer. Nach dem Unentschieden haben wir wieder einen Sieg gehabt. Es geht gut weiter. Wir sind schon in der zweiten Hälfte der Saison. Und weiter geht's. Machen wir doch gleich eine aktive Erholung vor dem Spiel gegen Braunschweig. Spielergespräch führt Jordan Bayer. Wir loben ihn, sagen dem Bayer, dass seine Leistung letztes Spiel super war. Er sagt, Leistung war okay. Wir sagen dem Adams, dass seine Leistung super war. Letztes Spiel war super. Freut sich über das Lob. Wir sagen dem Rache, dass das letzte Spiel super war. Und er freut sich über das Lob. Managerpunkt. Wir reden mit den Mitarbeitern. Dachte ich, das ist gar nicht so schlecht. Mal wieder zwischendrin, nachdem die Mitarbeiter uns irgendwie nicht ganz so gerne mögen. Also schon noch ganz okay, aber ich glaube, alles andere ist bei 100 und die Mitarbeiter bei 80 oder so. Ich möchte mit Ihnen persönlich, möchte mich vorstellen, das ist keine gute Idee, ist noch sehr früh für die Saison, aber wir werden auf jeden Fall unser Ziel am Ende erreichen. Wir werden aufsteigen, daran habe ich keinen Zweifel. Wir werden nicht absteigen, mein Vertrag läuft aus, aber ich bleibe hier, solange der Verein das will. Hätte ich sagen können vor der Verlängerung, wir arbeiten daran, dass die Arbeitsbelastung gesenkt wird. Niemand wird seinen Arbeitsplatz verlieren. Ja, das habe ich eigentlich schon mal gesagt. Sagen wir vielleicht, wir werden. Es ist noch früh in der Saison. Nee, das passt nicht. Das passt nicht. Machen wir die Arbeitsbelastung. Ja, gut. So. Jetzt ist es so, dass wir einen neuen Finanz-Heini brauchen, glaube ich. Weil der jetzige, ich habe mir das mal angeschaut, mal den Mitarbeiter ein bisschen durchgegangen und habe gesehen, Zweierfleiß, scheiß Teamführung. Ja, sieben Qualität, das ist okay, aber der Fleiß, das geht definitiv nicht und die negative Teamführung, das geht auch nicht. Das heißt, da werden wir was ändern am Leiter Finanzen, gerade Finanzen, ne? Wäre nicht schlecht, wenn wir da den Guten hätten und bei Sponsoren, gerade im Hinblick auf nächstes Jahr vielleicht, den einen oder anderen da gut abstauben können. Der wäre besser, aber auch ein scheiß Fleiß. Fähigkeiten sind okay, auch nur zweier Fleiß. Was ist denn los mit euch, Leute? Wo ist denn der Fleiß? Hä? Wo ist denn der Fleiß? Eieieiei, die sind aber alle scheiß. Scheiß Fleiß. Der wäre gut, aber kacke. Gut und kacke zugleich. Das ist natürlich eine tolle Kombination. Malte, also dein Fleiß ist halt echt kacke. Der Rest wäre halt richtig gut bei ihr. Oder ihm, was ist Malte? Ist es ein Mann? Eine Frau? Malte ist doch eine Frau, oder? Malte ist... Kenne ich nicht. Ja. Fleiß 2. Da wäre Fleiß 4. Aber negative Teamführung geht halt gar nicht. Auch hier negative Teamführung. Fleiß 1. Das kann ich halt echt nicht verantworten. Ja, Gehaltswunsch ist auch da ein bisschen weniger als hier. Level Up ist übrigens, ich weiß nicht, das könnte der Level Up Fortschritt sein. Der ist eigentlich auf einem ganz guten Level. Level. Diesbezüglich. Ja, sagen wir mal, geht schlechter. Stellen wir mal ein bis 24 und schauen wir mal, dass wir da noch ein bisschen Gehalt sparen. Geht 85 auch noch? Oh yeah. Geht 80 auch noch? Ha? 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 Wow. Ja, nice. Gut. 80 hatten wir. 80 haben wir jetzt. Mama. Fankoordinator. Auch hier
Nachteil, zwar ein hoher Fleiß und gute Fähigkeit, aber Teamführung negativ. Dachte ich, ich nehme es mal mit und guck mal, ob da irgendwie was anderes geht. Vertrag bis 22 bei dem. Dann haben wir Chen Hei mit einem absolut miesen Fleiß. Und ein 2er-Fleiß, 8er-Fleiß, positive Fähigkeiten. Zumindest bei Frusttoleranz und Loyalität. 40.000, ja, why not? 3 positive Fähigkeiten, 7er-Fleiß. Bisschen schlechter von den Fähigkeiten. Ich sage mal, das wäre aber okay. Also, ich brauche jetzt nicht unbedingt den besten Fan-Koordinator. Sehe ich jetzt nicht als die krasseste Position im Club an. Club. Oder halt ihn hier für die 40 und dann noch schauen, dass wir die ein bisschen runterhandeln. Den Lukas Peter. Dann hätten wir dasselbe Niveau. Hätten guten Fleiß, immerhin 2 Fähigkeiten. Teamführung, Frusttoleranz, Verhandlung. Das ist echt, sind 3 gute Fähigkeiten. Ich nehme den Kolb. Ich probiere es beim Kolb. Ja, das Gehalt schauen wir, dass wir noch runterschrauben können. Kommen wir uns entgegen. Kommen uns entgegen. Will er nicht, okay. Immerhin ein bisschen günstiger als bisher. Torwarttrainer. Auch hier negative Teamführung. Guter Fleiß, sehe ich gerade. Und von den Fähigkeiten, ja, auch ein 8er. Das ist auch nicht so schlecht. Kriegt 38.000 im Jahr. Was machen wir? Wir hätten einen 9er mit positiven Fähigkeiten. Entscheidung und Loyalität. Nicht sicher, ob man Loyalität überhaupt braucht, ob das noch etwas zählt in der heutigen Welt. Da wäre zumindest wären 4 positive Geschichten dabei. Aber der Fleiß ist nicht ganz so geil. Ja, und dann lasst die Qualität halt schon ein bisschen nach. 10er Fleiß, 3 gute Fähigkeiten. Nachteil ein bisschen schlechter von der Qualität. Oder ich nehme halt ihn da vorne, um einen richtigen Kracher zu haben. Einen richtig fetten Torwarttrainer, der sich mit dem Unbehauen und dem anderen ordentlich vorausgaben kann. Nemage. Ja, schauen wir mal. Kriegen wir dich ein bisschen günstiger? Also 40.000 wäre irgendwie ganz nice. Da hat er überhaupt keinen Bock. Okay. 40.000. Charity-Aktion ist ein Vollerfolg. Sie steigt das Ansehen des Vereins. Wir veranstalten eine Party. Aber Vorstand lässt sich entschuldigen. Gerne wieder. Nächstes Jahr bekomme ich zu hören. Okay. Wow. Ich hoffe, sonst war es cool, die Party. Wir haben uns ordentlich besoffen. Und dann können wir loslegen ins nächste Spiel. LAV. So. Hatten wir nicht doch einen LAV? Den Clinton-Moder, genau. Den würde ich doch gerne mal mitnehmen. Irgendwo auf die Bank. Statt dem Herrn Rhein zum Beispiel. Weil 2 DM braucht man nicht unbedingt. Lieber Herr von uns zu Co-Trainer. Dann haben wir LAV. Sörensen muss ich halt auch mal draufsetzen. Ich weiß nicht, warum der den Markreiter draufsetzt. Macht halt für mich auch keinen Sinn. Sapa ist okay. LAS, den Chulowitz, der wäre irgendwie auch ganz cool mal.
Statt dem Hack dann eventuell. Stürmer, wir brauchen eh keine zwei Stürmer. Ich meine, der Köpke kann zwar links und rechts spielen, aber ich glaube, das passt, wenn wir dann auch den Chulinov mal wieder reinballern. Okay. Und die Taktik finde ich gar nicht so schlecht. Bisschen gewöhnungsbedürftig, aber scheint gut zu funktionieren. Konter funktioniert gut. Distanzschüsse, ein bisschen mehr vielleicht. Yep. Wow, Braunschweig, Alter. 11,9 Millionen. Uiuiuiuiui. Aber nicht so gut. Wytra. Felix Groß. Gut, machen wir weiter. Ansprache brauchen wir keiner. Das kann da schon passieren. Erstmal eine gelbe Karte. Wow. Okay. Gut. Toll. Ja, gute Nachrichten für die TV-Station. Sie können die Höhepunkte überspringen und direkt wieder zur Werbung weitergeben. Ja, das stimmt. Das war wirklich nicht besonders aufregend. Jetzt haben wir den, ja gut, den RAS hätten wir noch mit Chulinov, ne? Der kann auch LAS und RAS. Oder da ein Bomb mit 6,9. Ja, ich meine, viel kommt da vorne halt echt nicht. Muss ich halt echt mal durchwechseln. Hilft nix. Bring mal ein Teuchi. Und weiter. Ist das mal die erste Aktion? Hack. Klimowitz. Teuchert. Schuss. Tor. Dankeschön. Herr Cedric. Da geht's aber los mit den Karten. Hack hat jetzt auch noch eine Karte. Dann geben wir doch den Chulinov eine Chance. So viel können wir gar nicht auswechseln. So viele Karten haben wir. Bayer, Adams und Becker. LAV, da bringen wir den Mola rein. Eine Auswechslung haben wir noch. Entweder Bayer, Adams, Becker. Ja, Bayer haben wir ja gerade. Becker haben wir keinen. Und Adams, Sörensen. Ecke, Geis. Da steht Thion und schießt einfach irgendwo hin. Teuchert. Boah, 6 gelbe Karten. Was ist denn da los, Leute? Der verkackt's. Die erste Karte für Braunschweig. Die erste Chance für Braunschweig. Und der ist drinnen. Da kriegst du zu viel. Da kriegst du zu viel. Chulinov, Teuchert. Dropkick. Boom. In der 95. Minute oder so. Alter. Okay. Okay. Hätte ich mir anders vorgestellt. Also ich dachte, dass wir da recht gut durchmarschieren gegen Braunschweig. Und dann war es nochmal eine ordentliche Zitterpartie. Eieiei. Ja, für Braunschweig war es natürlich nicht so geil. Uns kann es egal sein, wir haben über 50 Punkte, 51 Punkte, HSV sind die Glücklichen diesmal. Bochum, Team mit dem meisten Pech, das ist gut, die lassen ein bisschen ab. HSV, genau, die haben gewonnen, Greuther Fürth haben gewonnen, gegen Hannover, auch cool, direktes Duell. Da verlässt Hannover Platz 4, gleitet ein bisschen runter. Der KSC, ja, da bietet sich halt schon eine Lücke. Also die ersten 5, die sind schon in der eigenen Liga. Der erste halt überhaupt, ne? Der 11. des Tages, keiner von uns. Das war auch nicht besonders prickelnd. Und was ich hier vermisse, ist eigentlich meine zweite Elf auch. Alle, die nicht spielen haben dürfen. Fortschrittstechnisch. Also die haben ja sicher auch einen Fortschritt gehabt. Die haben ja auch trainiert. Deswegen schade, dass die nicht dabei sind.
meiner Meinung nach. Düsseldorf. 16. Eieieiei. Ernsthaft, Düsseldorf. Mit der Teamstärke, mit dem Kader. 16. Düsseldorf, wow. Also, weiß nicht, ob der Trainer Jan Werner, ob der von Beginn an dabei war, aber der gehört weggeflankt. Also, der ist nicht besonders prall, muss ich ehrlich sagen. Wow, das ist übel. Das ist echt übel. Wir machen Konter. Und der Geist kann gerne im Fokus stehen. Speichern. Neun. Neun. Keine Verletzung dabei. Paar, die ausgescoutet sind, mittlerweile nach einem halben Jahr oder über einem halben Jahr geschafft, ausgescoutet zu sein. Ja, habe jetzt ein paar neue Leute da eingestellt. Sollte man dann hoffentlich merken. Das HR wird wahrscheinlich immer noch toben und sagen, jetzt haben wir wieder Vorstellungsgespräche gehabt. Hilfe, wir haben so viel zu tun. Bla 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 bla. Eieiei. So lustig, ne? Prognose Saisonende 19,4 Millionen und Ziel wäre eigentlich 32, also ja, wirtschaften können wir. Aber hey, soll es zum Aufstieg kommen, sollte man auch einiges an Kohle kriegen. Jugend, 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 Alter 16. Zwei, die 18 sind. Aber es sind halt nicht so prall, muss man auch sagen. Ja, Lohn brauche ich eigentlich niemand nach der Leistung, außerdem heißt es sonst eh nur wieder, sie loben die ganze Zeit. Fanclub besuchen könnten wir machen, Fanclub beschenken vielleicht. Haben auch schon länger nicht mehr gemacht. Dann gehen wir es einfach ruhiger an in der Woche. Eine Weiterbildung, Fanclub beschenken, Diets Eat, Datenanalyst, haben wir gar keinen. Da gehe ich auf aktive Erholung, weiß ich nicht, ich meine, wir fahren sowieso einen Tag mit dem Bus, weiß nicht, ob wir uns dann nochmal erholen müssen auch, aber ja mei, why not. Mannschaft wird müde. Fanclub freut sich über das Geschenk und mag uns noch ein bisschen mehr. Von 100 auf 100. Das ist doch schön. Abteilungsleiter verliert Kompetenz. Arthur Domic. Sag bloß, es ist der Neue. Hätte ich gern noch die Möglichkeit, mir den ansehen zu können. Ein Bomb ist in der Startelf. Ja, zwei IVs brauche ich halt wirklich nicht. Vor allem ist halt wirklich der Falsche drauf. Drei IVs sogar. Meine Güte. Co-Trainer, du säufst. Ist doch wirklich nicht normal, Co-Trainer. Das ist auch wirklich nicht normal. Vor allem stellt das irgendwie auf. Also... irgendwie wäre es cool, wenn der eine gewisse Logik drinnen hätte und sagen würde, er stellt die Stürmer an diese Position, dass es schön übersichtlich ist. Dann hat er da die DMs, die LAVs kommen hierher, RAV da hinten, so positionstreu aufstellen. Aber der macht das halt irgendwie. Irgendwie. Und irgendwie ist nicht so cool. Also, DM, wir bräuchten noch einen OM oder eine ZM. Monsieur Herr Becker, Becker ist gelb-rot gesperrt. Wow, guter Einstand. Finn Ole Becker.
Nürnberger, dich können wir doch mal aufstellen. Du bist doch zumindest ZM-tauglich und LAV könntest du auch noch statt dem Herrn Rhein. Da weiß ich eh nicht, warum der denn immer reinnimmt. Na, ja, das ist okay. Nehmen wir sonst noch irgendwen? LM, Appel, Galic, nee. Kretschmer braucht man nicht. Mola für LAV. Ja, wir brauchen auch keine zwei Stürmer. LAS, RAS, LAS, RAS, ja, dann ist aber okay. Dann gehen wir vielleicht nur den. Ja, komm, lass mal's. Lass mal so. Scheiß drauf, lass mal's erstmal so. Wertsche Basen. Ich glaube, das ist ganz okay. Ja. Bei Konter sind wir schon richtig gut mittlerweile. Können wir gerne ein bisschen weiter raufgehen. Hat sich gelohnt, Konter zu trainieren. 28 gegen 34 Millionen. Düsseldorf. Die haben schon den guten Kader, kann man nichts sagen. Die sind halt eindeutig unter ihren Möglichkeiten. Kovnacki. Auch so ein cooler Typ. Definitiv galliger und ekliger Gegner. Nach dem schlechten Spiel. Ja, komm. Wir haben ja noch so viel Wut. Da machen wir das. Wir haben noch so viel Wut in uns. Und unser... Wow. Unser Anspruch sind halt einfach 3 Punkte. Für uns 3 Punkte. Sollte ich dazu sagen. Bumm. Hatte ich mich schon gefreut, weil es war so ein roter Bike. Da dachte ich, geil, das wird ein Tor. Aber nein. Adam schießt. Mein Gott. Mein Gott, wie kann man denn so... Wie kann man denn so umgehen mit seinen Chancen? Das tut ja weh beim Zuschauen. Das tut ja richtig weh. Da ist einer platt. Wow. Klar, zweiter Angriff, zweites Tor, ha? Gib ihm. Das war ein Witz. An Dilettantismus nicht zu überbieten. Muss man schon mal sagen. Das muss man schon mal sagen. Das wird nix. Wir kriegen auf den Sack. Hat gut geklappt. Gerne wieder. Genau, und wir sind nicht mal die Mannschaft mit dem meisten Pech. Klar. Natürlich. HSV gewinnt natürlich. Greuther Fürth gewinnt natürlich. Bochum verliert, aber okay, gegen Greuther Fürth. Und Hannover gewinnt natürlich auch. Hey, wie könnte es anders sein? Ja, Überraschung, da ist keiner in der Hälfte des Tages. Das war ja... Uiuiui. Da zerlegt es mich gerade.
Co-Trainer hat herausgefunden, dass ihr Spieler bereits Fortschritt auf Kopfball gemacht hat. Wo ist ein Kopfball? Da unten. Aktuell arbeitet der an seiner Kreativitätsschwäche als DM. Sicher nicht schlecht. Da kann er doch gerne weitermachen. Osnabrück. Ja, Kader verbessern mit was? Mit keinem Geld? Defensivspiel. Wer braucht schon Defensivspiel? Ganz ehrlich. Passspiel. Markreiter brauchen wir nicht verbessern. Wir gehen auf Finn Ode Begger. Gibt es heute keine Partys mehr unter der Woche, okay? Ich habe verstanden. Dann machen wir sowas halt nicht mehr. Wird nur noch angeschnauzt, die Spieler, was das für ein Scheißspiel war. Hab mir die Noten gar nicht angeschaut vom letzten Mal. Gibt's das denn? Steht das denn irgendwo da? Noten, Position, Stärke, Spiele, Schnitt. Das letzte Spiel wäre irgendwie interessant, ja? Alter, tausend Sachen, die keiner braucht. Aber das letzte Spiel gibt's nicht, oder was? Eieieiei. Ja, gut. Duwe dann, Unpässlichkeit, ja. Da kann man es auch nennen. Hat sich sein Zehennagel eingeklemmt, wahrscheinlich. Derby gegen Greuther Fürth in 12 Tagen und gegen Osnabrück in 5 Tagen. Hauptsponsor, da sind wir doch dabei. Geld anlegen, nö. Wir haben eh schon so viel Geld angelegt. Aktive Erholung. Ich würde euch gerne durchlaufen lassen für das letzte Scheißspiel, um mal ordentlich zur Sau machen. Aber das können wir ja gleich machen mit der Wutansprache. 5 Managerpunkte? Okay. Nice. Dovedan, sprechen, persönliche Situation, gute Besserung. Sponsor, man ist dort super glücklich. Na schau, was dich da alles hilft, wenn wir einen neuen Sponsor, Hannes, haben. Er ist genervt, dass ich schon wieder dasselbe Thema anspreche. Entschuldigung, besuch dich halt nie wieder. Verreck halt. Pfff. Umbehauen ist erkrankt. Auch schön. Toll. Gerne wieder und so. Ja, wow. Merkt man richtig. Also, wer mal da in die Kommentare geschrieben hat, dass eine aktive Erholung was bringen soll vor dem Spiel. Man sieht ja, wie viel es bringt. Es geht in der Trainingseinheit flöten und irgendwie ist es allen egal. Fitness immer noch. Nicht voll, also frische nicht voll. Okay. Na gut. Was machen wir? Was wechseln wir durch? Teuchert vielleicht mal vor Beginn. Dann müssen wir halt ein bisschen durchwechseln, wenn die so unfähig sind. Dann müssen wir wohl oder übel ein bisschen was ändern, ha? The fuck, wer den Mühl jedes Mal aufstellt, kriegt von mir eins ins Maul. Mühlmaul. Dachte, das sollte behoben worden sein, aber es sieht nicht so aus, als wäre das behoben worden, weil es ist schon wieder alles kreuz und quer, was ich eigentlich umgestellt habe. Aber gut. Bayer ist auch ein bisschen platter. Dann haben wir doch wen anderen rein. Ich hoffe, der Hund da draußen geht euch nicht zu sehr am Sack und ihr hört es dann nicht. Dann seid ihr mir was voraus. Hack Dovedan.
Duvedan RAS den Rache da spielen lassen. Co-Trainer besetzt die Bank. Okay, gut. Machen wir das. Wir gehen auf Offensiv. Und ich würde die Mannschaft gerne so richtig zusammenkacken. Aber so richtig. Da hätte ich richtig Spaß. Gibt's da was? Gibt's da was von Ratio Farm? Ja. Da gibt's doch was von Ratio Farm. Schau mal rein. Nürnberg gegen Osnabrück. Ecke Geiss. Fuchtel diesmal im Tor. Also auch da haben wir durchgetauscht. Diese Torschüsse sind halt echt grauenvoll manchmal. Danke. Das hat nicht gezählt? Mann. Grünberg zu. Ich glaube, ich mache eine Pause nach dem Spiel. Abseitssache. Alter, gerade ist es nicht so gut. Gerade bin ich nicht so begeistert, ehrlich gesagt. Also was die vergeben da vorne, ist ja echt übel. Aber so echt übel. Die haben doch alle allein gegen Torwart, Torriecher, bla 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 bla. Aber irgendwie trifft da keine Sau. Übel, sprach der Dübel. Wir müssen halt echt Torschüsse üben, ohne Ende. Zählt das denn dann mal? Come on, come on. Okay. Gut. So. Ah, Mengido daneben. Okay, das ist gut. Jetzt dreht der VfL auf. Ah, Mengido, boah, knapp drüber. Die drehen gerade ordentlich auf. Mhm. Okay. Was tauschen wir um? Hack ist ja komplett platt. Eieiei. Spiel? Hallo? Okay. Spiel hat gerade gedacht, dass... geht in den Pause-Modus. Okay, alles klar. So, Adams ist platt, genauso wie Sörensen. Wir haben nur noch einen Wechsel. Dann bringen wir doch den Köpke, wenn da vorne der Herr Teuchert nichts bringt. Und weiter geht's. Freistoß Kraus. Adams. Ah, genau, Alter. Genau vorm Tor. Einen Meter. Schieß einfach irgendwo hin. Natürlich. Ihr müsst alle schießen lernen, Leute. Alle schießen lernen. Wenn es nicht schon draußen so warm wäre, wird mir jetzt warm werden. Der HSV, der lässt sich natürlich nicht nehmen. Fertig Bochum mit 4-2-1 ab und geht in Führung. Yep. Wir sind einfach zu blöd, um die Punkte zu machen bei den kleinen Gegnern. Kräuter führt, hat mal wieder Glück, natürlich, bleiben dran. Hannover, auch glücklich, bleiben auch dabei.
Nur Bochum kriegt am Sack, aber die haben ja auch gegen den HSV gespielt. Wow, ich bin begeistert. Ich würde sagen, ich beende das Ganze. Natürlich werden wir fucking Abschlüsse üben. Alle. Sondertraining von Ragnar Ache. Alter, ihr müsst fucking nochmal Tore schießen. Also, ich weiß nicht, ob es verbuggt ist, dass man von einem Meter vorm Tor so weit daneben ballert, aber wie oft das passiert, ist halt echt traurig. Im Vergleich dazu sitzen halt die Gegnertreffer immer. Oh, Auslassung 255 von 230. I see what you did there. Daher wollte ich. Ach, Leute. Ach, Leute. Dies macht doch keinen Spaß so. Das ist auch cool, ne? Von ursprünglich 6,9 Millionen auf 1,5 runter. Wir haben nicht irgendwas am Stadion gebaut. Nein, wir haben einfach nur Mitarbeiter eingestellt. Oh, ich weiß ja nicht. Patchen, Leute. Patchen. Das wäre nett. Dankeschön. Gut, dann war's das. Ich sage euch vielen Dank fürs Zuschauen. Beim nächsten Mal geht's gegen Kräuter Fürth. Das kann ja nur positiv werden. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Ciao. Kann ich irgendwie einstellen? Extra Schichten für alle? Da wäre ich ja dabei.